Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch wieder die Challenges der Woche 5 in Season 8 erklären und euch dazu natürlich auch ein paar Tipps geben. Die sind gerade eben released und ich würde sagen, ich gehe jetzt in eine Runde und dort gibt es dann weitere Informationen. Bis gleich. Bevor man jetzt überhaupt in die Runde reingeht, sollte man am besten den Flummi direkt ausgewählt haben. Man muss den fünfmal springen lassen, weil er das falsche Mode kommt durch Spam. Ja, man braucht immer ein ganz gutes Timing und dann sollte man auch entweder, da ja Shift Chefs eher in der Mitte ist, sollte man zuerst nach Happy Hamlet gehen. Denn dort ist die erste Challenge. Man muss nämlich dort unten, kann man es auch schon sehen, eine Rennstrecke fahren, die jetzt mit dem Patch 8.2 auch reingekommen ist. Und da jetzt die Zone erstmal da unten ist, gibt es noch eine Challenge, und zwar Truhen in Shifty Shafts oder in Paradise Palms looten. Kann natürlich auch in Paradise Palms noch, allerdings werden in Paradise Palms bis ich damit keine Truhen mehr vorhanden sein. Dazu ist zum Beispiel hier oben ein ganz guter Spot. Und man muss dann auch Pilze nehmen. In der zweiten Staffelung muss man dann kleine Schildtränke von Pilzen, 50 Schild von den kleinen Schildtränken und von den Biggies dann später jeweils 100 Schild. Ist meine Kiste perfekt. Es wird hier sehr schnell alles gelootet sein, wenn ich Glück habe. Ja, hatte er jetzt. Aber ihr solltet auf jeden Fall auch eine Zielfernrohrwaffe mitnehmen. Denn das ist auch nur eine Challenge, 200 Schaden mit Zielfernrohrwaffen. Ist eigentlich relativ entspannt. Hier oben sind dann zum Beispiel bei Shift Chefs auch direkt die Pilze, die er dann aufnehmen kann. Ich meine, die sind ja noch überall auf der Karte verteilt. Von daher sollte das jetzt nicht allzu schwierig sein. Dann müsst ihr eine Seilrutsche benutzen, ein Geysir und ein Fahrzeug in einer Runde. Das könnt ihr auch direkt machen. Farmt hier ein bisschen Holz oder generell Materialien. Baut euch hier einmal hoch zur Seilrutsche. So, dann könnt ihr einmal hier rüber. Habt dann schon die Seilrutsche benutzt. Dann findet man auch relativ easy direkt die Zielfernrohrwaffe. Ja, und dann im weiteren Verlauf muss man dann nur noch runterfahren zur Strecke. Dort fährt gerade auch schon einer entlang. Sonst mit einem Flummi die Sprünge. Schade. Ich wollte noch unbedingt diesen Hit machen, weil ich dann direkt 200 Damage mit den voll hätte. Jetzt komme ich natürlich da nicht mehr ganz so leicht rüber. Und eine der schwierigsten Aufgaben, ehrlich gesagt, ist, dass man bei Piratenlagern 3 Kills machen muss, weil Piratenlager jetzt wirklich nicht allzu groß sind und die Chance, dort dann Kills zu machen, ist nicht allzu hoch. Ja, deshalb könnte das wirklich etwas schwieriger werden. Allerdings die Kisten Shifty Shafts oder in Paradise Palms macht man eben halt easy. 3 Kisten sollte man pro Runde eigentlich locker schaffen, wenn man sich da ein bisschen anstrengt. Die Pilze gehen natürlich am leichtesten. Die gehen am leichtesten zum einen. Shift Chefs sind viele. Dann hier aber auch oben im Hexenwald sind einige Haunted Hills auch. Generell hier auf der linken Seite eher. Und dann nochmal zusätzlich sind extrem viele in Lonely Lodge und hier die linke Seite als Shift Chefs.
Hexenwald, Haunted Hills. Dort sind die meisten Pilze. Und dementsprechend ist das auch relativ easy, die dort zu bekommen. 50 Schild sind relativ leicht zu holen, damit 10 Pilze dürften ganz gut möglich sein. Und auch ein Geysir zu benutzen, sollte sehr, sehr easy sein. Ich hoffe, dass jetzt da überhaupt noch ein Kugler ist. Weil ich leider befürchte, dass dann da schon alle gleich weg sind. Trotzdem werde ich es versuchen. Und sonst bekommt das eben halt nochmal nachgereicht. Ah, perfekt, da hinten sind sogar noch Kugler. Muss nur ein bisschen aufpassen, dass ich genug Leben habe. Aber ich denke, das sollte easy sein. So, auf jeden Fall geht das dann hier lang. Kann sich auch immer ein bisschen lang schwingen. Das ist eine sehr, sehr einfache Strecke. Da darf man nicht runterfahren. Man muss hier wirklich einfach einmal drumherum fahren. Ich schaffe das jetzt leider nicht. Aber ihr seht, das ist ganz easy, dort die zu machen. Wenn ihr übrigens auch mal bei Herausforderungen nicht genau wisst, was ihr gerade machen müsst, hier kann man das dann nochmal nachgucken. Absolviere eine Runde. War jetzt schade, dass ich dann am Ende nochmal leider gestorben bin. Und dann kann ich auch noch einmal zeigen, wenn ich hier bei Paradise Palms schon seid, wo denn die Geysire sind. Ihr wisst vielleicht, dass bei den Rissen häufig die Geysire sind. So ist es auch hier. Zum Beispiel hier oben ein Geysir. Im Dschungel sind so oder so viele. Auch Lazy Lagoon sind einige. Sonst, dort ist ja noch ein großer Riss, wo die sind. Und dann aber auch bei dem Riss da unten Richtung Fatal Fields. Dort sind die meisten Geysire zu finden. Zielfernrohrwaffen sind zum Beispiel Thermal Scoped AR, also die Thermal Scoped AR, die ganz klassische AR mit Zielfernrohr. Perfekt. Es reicht jetzt schon. Den Schaden sollte ich haben. Genau, da sieht man es auch schon. Sonst noch, wenn man natürlich Heavy Sniper direkt einen Headshot trifft, ist der Schaden auch. Gut, dass sein Laser mal wieder besser ist. Aber ich denke mal, das sollte wirklich eine easy Challenge sein. Also das Einzige, auf was man da noch achten muss, ist, dass man die Pilze da noch wirklich nimmt. Weil man sonst eben mal häufig wirklich nur kleinen Schildtränke nimmt. Ist ja das, was man sonst fast dauerhaft nimmt. Von daher sollte man das auch ganz automatisch dann mit der Zeit machen. Immer halt nur bei der ersten Staffelung mit den Pilzen. Muss man da erstmal ein bisschen gucken. Da auch nochmal schön mit der Thermal Scoped. Mit der Scoped Air. Gruppenkeile ist hier halt auch immer der beste Modus eigentlich dafür so. Da kommt noch der 65er Headshot, allerdings bringt es dann auch nichts weiter. Ja, sonst Paradise Palms tun sind eben halt, wenn hier insbesondere die Zone ist, wenn die sehr schnell vorbei sein und dann für eine. Warte, ich kill den noch einmal. Da war ja mal wieder Blumen. Richtig geil. Auf jeden Fall solltet ihr am besten auch den Flummi direkt ausgewählt haben. Weil wenn ihr wie ich jetzt erstmal auf Seite 22 oder so gehen müsst. Ne, 23. Dann dauert das natürlich dementsprechend. Und der fliegt eben halt sehr, sehr weit, ziemlich schnell.
Und auch vor allen Dingen sehr, sehr hoch. Das heißt, das ist wirklich keine ganz so easy Challenge. Aber da seht ihr jetzt, dass der ein paar Mal gesprungen ist. Allerdings geht es natürlich einfacher, wenn man weiter oben ist. Beispiel vom Berg kann man dann runter den runterwerfen. Und dann sollte man das auch relativ easy haben. So, bin ich zum Beispiel einmal. So. So, einmal. Noch wenigstens gekillt. Ich wollte jetzt allerdings den Flügel benutzen. Ich habe den natürlich jetzt hier ausgewählt, weshalb das Ganze ein bisschen schwieriger wird. Trotzdem werde ich es noch mal kurz für euch versuchen. So. Jetzt da unten zum Beispiel der Flummi. Weiß gar nicht, wie gut man da zielen muss, damit das trifft. Allerdings eben halt umso höher man ist, umso leichter geht's auch. Aber ich habe die Mechanics vom Flummi noch nicht ganz so, weil ich den aber auch eigentlich nicht spiele. Ich meine, sollte ja auch bei euch eigentlich so sein. Spielzeuge benutzt dann hauptsächlich kaum. Bugs sind auch mal wieder am Start. Aber sonst die restlichen Challenges sollten definitiv klar sein. Das ist eine neue Taktik. Geht hier einfach einmal rein. Dann wählt euer Flummi-Werkzeug aus. Spielzeug aus. Und dann lasst ihr das einfach hier in eurem Turtle herumfliegen. Und ihr seht es schon. 15 Mal sind da ganz locker drin. Und ich habe jetzt auch schon eben gerade gemacht. Aber man sieht ja, wenn man das hier reinwirft. Es muss ja vor allem 15 Mal abprallen. Und da man hier ja so viele... Da man so viele Wände hat, geht das sehr, sehr easy. Hier. Da gucken wir, wie oft das abprallt. Das prallt ja pro Mal irgendwie viermal ab. Und das springt ja auch so lang. Allein schon die letzten Male da. Das prallt so häufig ab, dass es wirklich easy ist mit der Taktik. Und ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Ciao.